Hallo liebes Publikum, HBK hier, willkommen in der Kampfarena, bei mir der Stormhunt Alive. Und es geht gegen den Stormhunt Alive. Das ist irgendwie immer wieder lustig. Ja, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Richtig, aber das hier ist jetzt der letzte Kampf in der Hinrunde. Da habe ich mich das letzte Mal vertan, als es gegen Cookie ging, das war nämlich erst der vorletzte. Das hier ist der letzte Kampf in der Hinrunde. Ja. Und das erste Competitive Team vom guten Stormhunter überhaupt. Ja, es waren halt hauptsächlich Pokémon, die ich eigentlich immer mal spielen wollte dabei. Zum Beispiel mein Maskeregen. Und von daher, oh, ja, ich muss doch gar nicht da. Ich dachte gerade, ich muss Dexterity aufnehmen, muss ich aber gar nicht. Es ist ja... Und ja, schauen wir mal. Genau, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie es ausging und wie es alles lief. Gut, das weiß ich jetzt auch nicht alles hundertprozentig. Ja, da habe ich versehentlich gerade die Musik ausgemacht. Bin ich an den Regler gekommen. Aber die Rivalmusik natürlich gegen den Stormhunter. Ich weiß auf jeden Fall das Startup. Der Todesstern, da habe ich mich so abgekotzt, weil ich meinen Starmie, was ich mir machen will, Death Star nennen wollte. Und dann kommt er mit Todesstern. Denke ich mir, what the fuck? So, ich glaube, ich weiß nicht, ist das mein erster Auftritt von dem Smogmog? Ja, genau. Ja? So, und es ist gleich einmal kaputt. Bye bye Smogmog. Also Smogmog bringt nichts irgendwie. Smogmog ist down. Keine down Federn. Aber ich wechsle natürlich dann dementsprechend auch wieder, was natürlich Sinn macht. Mit und Anspannung. Wo es noch nicht die richtige Fähigkeit hat, ja. Richtig. Ja, da hat mir noch das Dings gefehlt. Die Fähigkeitenkapsel. So, ich überlege gerade, was will ich denn machen? Du wechselst. Ich wechsle. Bin ich der Meinung. Ich glaube auch. Ich glaube aber, ich mache keinen guten Wechsel. Oder keinen sonderlich guten Wechsel. Du könntest theoretisch auf Kangama wechseln, machst du aber gar nicht. Weil Kangama ist doch Boden, oder nicht? Nein, das ist normal. Auch einfach normal, okay. Ach, Lidia. Auf dein... Frostlidia. Ah, dein Frostlidia, okay. Da kommt von mir der Donnerblitz. Was schon die Hälfte abzieht und dann kommt ein Energieball, glaube ich. Ne, ein Klebenetz hau ich dann raus, okay. Genau, damit du erstmal... Was denn so den Rest des Matches bestimmen soll. Ja, eigentlich schon, ja. Da kommt ein Abgangsbund. Das nur für die eine Runde gültig ist, oder? Wie lange ist Abgangsbund gültig? Ja, genau. Eigentlich ist das für die nächste Runde gültig, genau. Gut, also für die jetzige. Genau. Super. Wo du dachtest, dass... Das ist nur für die, wo du es einsetzt, genau, die eine richtig. Runde. Genau, aber ich nehme dich dann gleich mit. Na, da habe ich mich wirklich ein bisschen abgefuckt, weil ich mir dachte, scheiße. Und Widoff ist ja einer meiner Starplayer. Oder Starplayerinnen, weil... Und jetzt noch mehr sogar, durch die veränderte Fähigkeit. Richtig, ich habe es mittlerweile hingekriegt. Werdet ihr alles noch sehen. In der Rückrunde und so. So, da kommt mein Luxtra, was... Dein Sandro. Ja. Wo ich weiß, dass es leider nicht so dass ich es nicht geschafft habe, so einzusetzen, wie ich es wollte. Warum auch immer ich dann Energieball einsetze? Ich denke wahrscheinlich Blau, Wasser, okay. Oder irgendwie so ein Scheiß, was keinen Sinn macht. Du setzt ein Elektrofeld ein und ich komme dann, glaube ich... gleich mit einer Psychokinese. Wir predikten uns selbst gerade und sagen die ganzen... Eben. Ich weiß, ich würde jetzt eine Elektroattacke einsetzen, voll doof. Auf jeden Fall. So, ja, aber da kommt die Psychokinese. Und die reicht, um meinen Mambo zu besiegen. Jo. Ja. Sollte eigentlich so ausreichen. Aber das Elektrofeld ist immer noch draußen. Verstärkt Elektroattacken einfach nur, oder? Es verstärkt Elektroattacken und alle Pokémon, die mit dem auf dem Boden sind, die können nicht einschlafen. Oh, okay. Das ist sehr interessant. So, da geht deine Ini down und ich setze einen Gedankengut ein, weil ich denke, ich werde auf jeden Fall einen Angriff überleben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt Todessterne eingesetzt habe. Das kann ich dir auch nicht sagen, wobei du wissen müsstest, dass ich Energieball habe. Ja, ja, ich weiß nicht, wieso ich keine Ahnung eben. Das kann ich dir auch nicht sagen, das habe ich auch nicht verstanden. Dann denke ich mir einfach, hier, komm, Booster. Ich kann mir nur eins vorstellen, weil... Ich glaube, Starmie hatte Schwächenschutz und ich gehofft habe, dass du mit Energieball mich nicht tötest und dadurch, dass meine Stats hochgehen. Ah, okay. Also es hatte Schwächenschutz, das weiß ich. Ich kann mir vorstellen, dass ich das vielleicht versucht habe rauszukitzeln, aber... Das kann gut sein, aber dadurch, dass ich mich geboostet habe und ich glaube, gerade sogar ein Volltreffer war... Ja, gute Frage, habe ich gerade gar nicht... So, da kommt meine Lasagne. Den Namen fand ich so super. Das Problem ist, Lasagne habe ich dann im Endeffekt doch eigentlich nicht optimal aufgebaut. Mondgewalt bist du jetzt von mir kommen, weil ich dachte immer noch, Fee ist gut gegen Feuer oder so. Und ja, da gibt es einen Slowdown, weil ich den 3D-Effekt da drin hatte. Jetzt habe ich es gerade korrigiert. Ja, das hat man gesehen. Ja.
Den hatte ich die ganze Zeit drin und ich habe mich da gewundert, warum lecken das jetzt. Oh, 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 3D. Und dann runtergeregelt. So, du wirst wahrscheinlich auf Curry gehen, oder? Nee, Misty. Misty machst du direkt, ja. Oder doch Curry? Wow, Curry. Wie du es besser weißt, was ich da mache als du. Unglaublich. So, egal, ich werde da jetzt ein Erdbeben raufhauen und dann denke ich mir einfach, das reicht schon. Wird es reichen? Wechsel ich? Das kann ich leider nicht sagen. Ja. So lange wie du brauchst, oder du guckst erstmal eine Attacke an oder so und denkst dir dann Scheiß drauf. Ich meine nämlich, deine Lasagne bleibt draußen und wird jetzt Opfer meines Erdbebens. Ich habe keine Attacke, die gut gegen Schlägern wäre. Doch, aber ich lasse doch die Hexe. Ja, du bist tot, klar. Aber. Ja. Ich frage mich, was ich versucht habe zu machen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Weil es kann Feuer, es kann. Ja, es kann Solarstrahlen so. Was kann es denn noch? Oder du hast deine anderen Pokémon noch nicht geguckt und überlegt und dann, ja, ich hab nichts. Das kann natürlich sein, ja. So, da kommt mein Maskeregen. Mein Anubis. Das Haus Anubis. Ja, Maskeregen ist so ein Pokémon, was ich eigentlich schon immer mal spielen wollte. Ich hab's aber irgendwie nie gemacht. Da hab ich mir gedacht, das ist so eins der ersten, die ich mir versuche, competitive aufzubauen. Was ist Maskeregen eigentlich? Es ist Flugkäfer. Oh, interessant. Und one-shotted meine Curry. Bye, Curry! Genau. Dankeschön. So, und dann die Überreste. Genau. Das ist sehr interessant. Ich finde es interessant, wie durch die schnelle Geschwindigkeit der Flügel unten von meinem Maskering, dass das so aussieht. Mhm. So, da will ich natürlich mega entwickeln. Und hau einen Eiszahn drauf. Weil ich mir schon denke, also Käfer wird es auf jeden Fall sein. Weil ich immer noch denke, Eis ist gut gegen Käfer. Das denke ich ja da immer noch. Also es ist ja nicht so, aber... Nee. Das ist für mich eigentlich logisch. Eben wenn es kalt ist, Käfer... Ach, Mann. Wenn es kalt ist? Ach so, ja, so, ja. So eisig, Käfer und so. Ich weiß es nicht genau. So oder so, ja, sehr effektiv. Gegen Flug halt, genau. Ja, gegen Flug dann. Ich glaube, das habe ich dich dann im Nachhinein auch nochmal gefragt, um sicher zu gehen. So, und jetzt kommt halt noch mein Kangama. Dein Beastmaster. Genau. Wie kamst du auf den Namen? Er ist ein Charakter aus Dota 2. Ah, okay. Der halt ein paar Kreaturen beschwören kann. Und da setzt jemand einen O-Kraft ein. Woo! Und Shiro ist jetzt online. Woo! Beastmaster! So, da überlege ich, mache ich eine Kaskade oder ein Erdbeben? Obwohl Kaskade mehr Sinn machen würde, oder nicht? Hey, ist ja nicht Boden. Nee, es ist nur normal. Also wer Kaskade eher, weiß halt noch den Step hat. Ich denke wahrscheinlich immer, dass es Boden haben soll, weil in der ersten Gen Giovanni einen Gangama hatte und sonst nur Boden-Pokémon hatte. Ja. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ja auch da, dass es erst gedacht war als Entwicklung von Knogger und so. Hm. Aber es ist ja nie passiert. So, von dir kommt natürlich ein Steigerungshieb. Yep. Ein doppelter. Eben, der erste Boost. Das ist so diese miese Strategie. Und der zweite Boost. Ohne Mist, ey. So, ich mag das nicht. So, da kommt jetzt die Kaskade, weil ich immer noch denke, Boden. Jetzt wundere ich mich wahrscheinlich, warum das nicht sehr effektiv ist. Kann sein. Jo. So, und dann wird dein Misty jetzt fertig gemacht. Genau. Aber nur einer der Steigerungshiebe bekommt durch. So. Jetzt habe ich noch ein Pokémon, was hoffentlich schneller ist. Ja. Flamios. Jo. Eben. Ach, mir fällt, glaube ich, gerade was ein. Ich glaube, das war der Kampf, wo ich gesagt habe, dass ich vergessen habe, ihm Erdbeben beizubringen. Oder dass es nur drei Attacken drauf hatte. Ach, ja, stimmt, das hatte nur drei Attacken. Genau, weil ich Erdbeben vergessen habe, draufzupacken. Gut, ich bin eh langsamer an sich, aber... Aber trotzdem, mit Erdbeben wäre es nochmal was anderes gewesen. Ja, wenn ich dann schneller gewesen wäre, dann hätte Flamios auch Schwierigkeiten gehabt. Ja, so oder so war das dann der Kampf gegen den guten Stormhunter, den ich dann gewonnen habe. Aber ich glaube, du warst so oder so schon in der Hall of Fame. Ja, durch die Wonder Battles. Genau. So, dann habt ihr hier nochmal das endgültige Resultat von 15 Kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gewonnen habe und wie viel ihr verloren. Ihr seht es aber hier und dann seht ihr natürlich nochmal die Ruhmeshalle. Und das war dann das Ende der Hinrunde der Pokémon Battles. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und natürlich fürs Kommentieren. Na, natürlich. Und es wird demnächst auch noch mehr geben. Wie gesagt, wir haben schon 8 der Rückrunde aufgenommen, 8 Kämpfe. Und da kommen, denke ich mal, hinterher auch noch ein paar andere, neue, weitere. Ihr werdet mit Stuff vollgeschmissen. Genau. Ein paar kommen da also noch. Keine Sorge.
Aber dann erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die sich in die Ruhmeshalle eingereiht haben. Und dann werden wir sehen, wie es in der Rückrunde aussieht. Aber das war's erstmal mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Battles. Oder erstmal den Pokémon Battles, wie auch immer, in der Kampfarena. Ich bin HBK. Ich bin Stormont Alive. Und wir sagen Tschüss, bis dann.